Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge Kielty Wars. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Wir sind dabei, diese tolle Aufnahme hier zu beenden. Nein, das tolle Ding hier zu machen. Und dazu müssen wir hier natürlich noch einiges ändern. Nein, ändern müssen wir nichts, aber weiterbauen. Ich hatte ja noch ein paar Slabs hier mir gerade ergaunert, erstellt, um genau zu sein. Quatsch, nee, den brauche ich noch. Ihr bleibt einfach dran. So, fertig. Steht. Können wir so lassen. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Es muss noch ein bisschen was passieren. Der sieht sonst echt miese aus. Also erstmal kommt hier jetzt nochmal dort hier so ein bisschen rein. Ich überlege, ob ich dem auch nochmal so einen Kran gönne. Wäre eigentlich eine Option. An sich ist es ja hier nicht schlecht. Aber hier nur so ein Kran, dann ist die Fläche full, der ist zu groß. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ob ich dem andere Art Kran dahin baller. Hier so. Hier geht nicht, weil hier muss ja der Abgang hin. Hier einfach so ein Kran, der hier so rausführt oder so. Das wäre vielleicht eine Option. Machen wir, glaube ich, das ist zu wenig Platz. Etwas anders. Dazu bräuchte ich einen Transformator. Nein. Ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Das da. Und dazu brauchen wir Venus. Habe ich nicht. Also gehen wir zurück und machen die da. Venus habe ich nämlich verhunzt. Für Twins. Nein, für Seile. Also nicht sehr viele. Ich brauche erstmal noch ein paar Eisenblöcke. Dazu brauche ich Eisen. Das habe ich da drüben. Das ist natürlich richtig genial. Den nehme ich erstmal noch mal mit. Hier habe ich wahrscheinlich kein Eisen mehr. Nope. Katastrophe. Kann sowieso einer darüber. Oder zwei oder drei. Ach, ich hätte welche in den Kisten gehabt. Ich erinnere mich. So ein Mist, aber auch. Einfach mal hier so hingestellt damit. Du kannst auch erstmal aus die Tonne. Wie gesagt, Eisen war hier. Nutzen wir es doch. So. Wie so ein kleinen Kran, der denn da so rausführt, ist der Plan. Bin schon wieder unten.
Mehr aber nicht. Also Sachen quasi von draußen hier rein schippern kann dann. Würde ich jetzt mal sagen. Ich bin hier oben auch noch nicht ganz fertig. Muss ja einfach für die Dings dahin. So, der ist war, genau. Die hatte ich noch vergessen. Würde ich hier gern so einen hinsetzen. Hier einen so. So, damit das hier abgeschlossen ist. Zack, zack, zack. Okay, da haben wir noch. Ding raushiefen oder sowas. Finde ich jetzt nicht schlecht. So als Eyecatcher. Der kann ja auch von links nach rechts gehen. Dazu brauchen wir den. Nein. So. Auch nicht. Aber hier so quasi eine Schiene nochmal hinsetzen. Auf der sich bewegen kann. Ah, das sieht so total komisch aus. Deswegen machen wir das doch eher so. Ja, Handy. So. Hier müssen wir bis hier hinten ran. Passt das schon. Ich glaube, das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Das Ding rollt hier hin und her. Und kann da das Ding dann hin und her schieben. Irgendwie sowas in der Richtung, ne? Das ist der Plan. Und sieht dadurch natürlich schon mal wieder ganz anders aus. Aber immer noch nicht fix, würde ich jetzt behaupten. Sperrbezirk.
Dadurch wirkt es natürlich schon wieder ganz anders. So, hier einfach nochmal ein bisschen mehr Optik so reinkommt. Kann man ja mal machen. Bis Innenleben. Dran. So, da müssen wir nicht. So, dahin, 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 dorthin, dorthin, dorthin. Das könnte man rein theoretisch, weil das ja so ausgebaut ist. Ausziehen. Stabilo gebaut halt. So. Oder? Ja, hat was. Also ich finde persönlich, das hat wirklich was. Fehlt natürlich dann noch der entsprechende Boden, da unten kommt dann auch viel Mist rein. Aber so reicht hat der schon. Ich werde den hier aber auch noch mit Balken versehen. Das sieht sonst so unnatürlich aus. Sehr stabil sein, das Ding. So geht's, würde ich jetzt mal behaupten. Brauche jetzt auch kein extra Licht oder so. Unten kommen. Ja, das ist halt schwierig. Jetzt, wir müssen das hier zumauern. Auf jeden Fall den Boden. Also generell, der Boden muss ja gemacht werden. Noch habe ich ein bisschen. Muss er ja nicht. Das war so quasi umranden das Ganze. Viel haben wir ja nicht mehr davon.
ich auch einmal. Diese Säulen quasi hier ist ja offen, deswegen müssen wir hier auch lang. Und hier müssen wir lang. So, wie gesagt, will ich hier gerne noch dicht machen. Vielleicht eventuell wieder auch dunkel. So, hier soll ja quasi nichts kommen. Verschlag, so. So, okay, soweit hier ist ja eh was anderes. Na, muss ich nochmal ran. Erstmal wieder ransetzen. So. Bisschen Erde wieder drauf ballern von außen. Was setzen wir hier rein? Das war alles komplett falsch. Ja, nichts da, ey. Aber den, so, passt das schon. Sieht doch gut aus. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Alles gut, passt. Porsche wackelt 100 Luft. Ist das Ding schon mal gut vorangekommen. Ausdekorieren von der ganzen Fläche hier so mit Mist und so ein Zeug würde ich erst am Ende, glaube ich, machen wollen. Das heißt, nächste Folge wird es daran gehen, hier den Abgang entsprechend vorzubereiten. Das wird dann ungefähr hier so geschehen. Könnte man eventuell hier sogar auch noch zumachen, weiß ich noch nicht. Das ist mein Plan. Den nehmen wir einfach erstmal hier so bis hier so die Fläche raus. Gucken wir mal, ne? Hier auf jeden Fall auch weg schon. Irgendwie sowas, dass wir hier was Schönes gezaubert bekommen.
Ich sag mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Däumchen da lassen, Abo, wenn ihr noch nicht habt. Und die Glocke, damit ihr auch wirklich kein Video mehr verpasst. Kommen jetzt wieder ein paar weniger in letzter Zeit. Also immer noch im zweiten Tag. Liegt aber daran, dass ich gerade Assassin's Creed ohne Ende suchte. Also da auch gerne mal drauf schauen. Bis dahin und tschüss.